Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ihr seht, heute geht's am Boran weiter. Mit dem Pomsen, das hat ja noch nicht geklappt. Also werden wir uns diesen Sommer komplett nur um den Boran kümmern, aber der wenigstens fertig. Hoffentlich. Wie man auch sieht, der ist eher für den Schnee gedacht. 3 Wochen draußen stehen lassen, der Sonne brödelt schon. Mist. Aber an sich, die ist noch okay hier. Aber hier fängt es an zu bröseln. Muss ich mir auch mal noch drum kümmern. Schade. Aber heute soll es nicht darum gehen. Heute geht es mal darum. Ja, ich habe ein paar kleine Rollen geholt. Klar, das ist jetzt vielleicht nicht der ultimative, super perfekte, geile Umbau. Aber ich hatte euch ja letztens gefragt, was ihr so vorschlagt für einen Umbau. Und ja, da gab es ja die wildesten Vorschläge, aber unter anderem auch, bau doch einfach ein paar Rollen drunter. So. Und soll ich euch mal was sagen? Das hat mir am besten gefallen, weil dann die Originaloptik erhalten bleibt. Weil das sieht irgendwie brachialer aus. Hier vorne mit dem Ski. Mit dem Dings hier, das sieht irgendwie cool aus. Und ich wollte jetzt die Originaloptik nicht so zerstören. Tja, und da habe ich mir gedacht, baust du einfach mal ein paar Rollen drunter. Ja, das machen wir heute. Ein paar Löcher reinbohren in die Ski hier vorne. Und das Gute ist, kann ich ja dann einfach wieder dran bauen. Das können wir alles so lassen. Selbst die Federung hier ist ja schon da. Können wir alles so lassen. Ja, dann bauen wir mal um und gucken mal, wie das dann aussieht. Probefahrt wird es erstmal noch nicht geben. Ich mache erstmal noch die restlichen Arbeiten und dann fahren wir mal eine Runde Probe. Also das, was ich schon im letzten Video gesagt habe, müssen wir uns noch ein bisschen um die Elektrik kümmern und allgemein hier. Der Zustand ist noch nicht so Premium. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Genau, aber heute machen wir erstmal das mit den Rollen. Da habe ich ein bisschen was zu bohren, weil ihr seht, ich habe einige Rollen. Ich will 4 pro Seite. Na? Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir 2 hier vorne dran machen und 2 hinten. In der Hoffnung, das klappt. Die Rollen sind jetzt auch erstmal die mega günstigsten hier. 5 Euro. Das wird nicht so super gehen, aber ich denke mal, vielleicht auf Asphalt könnte es klappen. Ich meine, zur Not, wenn das jetzt nicht so der Hit ist, schraube ich hier raus die Rolle und mache eine andere Rolle dran. Weiß nicht, vielleicht mit Gummi oder so. Das muss man dann ausprobieren. Wie gesagt, ich will ja eh erstmal nur auf Treffen rumfahren und vielleicht ist dort asphaltiert. Wenn nicht asphaltiert ist, haben wir wahrscheinlich ein Problem. Werden wir sehen. Okay, gut. Also, ich würde mal sagen, anzeichnen, Löcher bohren und dann die Dinger dran bauen. Und dann vielleicht auch mal von der Palette runter, damit man mal sieht, wie es aussieht, weil, ne, das Problem ist auch, er kommt ein bisschen höher, ne? Bisher lag er hier auf. Jetzt haben wir so ein Stück hier, das sind ungefähr 5 cm. Ne, wenn man jetzt mal guckt. 5 cm, was er höher kommt vorne. Da müssen wir dann mal gucken, ob das dann so von der Optik her noch cool aussieht. Werden wir sehen? Ich starte mal. Ich habe schon mal probeweise hingelegt. Also so soll es dann werden. Ich bin gespannt. Die einzige Überlegung, die ich hier eingestellt habe bei der ganzen Sache, ist, wir haben hier einen Drehpunkt. Das Ding hier, ne? Also das hier ist ja der Drehpunkt, wo sich das alles so ein bisschen bewegen kann. Und ich habe jetzt nur eine Überlegung angestellt, dass vom Drehpunkt, der ist dort ungefähr, hier 20 cm sind. Und hier drüben 20 cm. Dass quasi die Rollen die gleiche Entfernung zum Drehpunkt haben. Nicht, dass wir da irgendwie am Ende schief stehen. Dass der dann immer irgendwie ja, vorne nach hinten kippt. Das war jetzt meine einzige Überlegung. Deswegen habe ich die Rollen jetzt so positioniert. Ich hätte sie gerne noch ein kleines bisschen weiter auseinander. Geht aber nicht, weil hier vorne ist dann eine Verstärkung, eine Verstrebung. Da kommt das ja. Deswegen, das ist jetzt der maximale Abstand vom Drehpunkt.
Ja, sieht aus wie ein bisschen wie ein Skateboard, oder? Ja, könnte auch ein Skateboard sein. Aber das lässt mich ja hoffen, weil Skateboards fahren ja eigentlich ganz gut. Okay, gut. Ja, dann setze ich mal einen Bohrer an und dann bohren wir mal. Fertig. Alles angebracht. Gucken wir es uns noch mal kurz an. Ist aber, wie gesagt, die erste Version. Der erste Prototyp. Deswegen lackiere ich jetzt auch noch nichts oder mache jetzt noch irgendwas hübsch. Ist jetzt erstmal die erste Version. Einfach Schwerlastrollen, die sich drehen sollten. Ja, die gehen ein bisschen schwer hier. Aber hier. Einfach Schwerlastrollen unten dran, vier Stück. Mit Schrauben festgemacht. Hier musste ich so längere nehmen, weil das alles nicht mehr so ganz gerade ist. Ne, die Kufen, die haben schon ein paar Meter gesehen. Jetzt bauen wir die dran. Und dann wird es eigentlich Zeit für eine Probefahrt. Also eins noch, ne, was man hier so sieht. Die Kufen haben jetzt natürlich das Problem, also hier die Räder haben das Problem, die sind nicht alle super in der Flucht, die sind nicht alle perfekt ausgerichtet. Also ich denke mal, schneller als 20 fahren wird schwierig. Weil wie gesagt, das Rad will in die Richtung, das Rad will vielleicht in die andere Richtung, das will nach innen, das will nach außen. Das eine ist höher, das andere ist niedriger. Ja, ne? Ich fahre mal eine Runde mit meinen Bahnlatschen jetzt drauf. Also als Test. Und dann hoffe ich, dass ich damit dann mal eine Proberunde machen kann auf irgendein DDR-Fahrzeuge treffen. Ich hoffe, im September gibt es noch eins. Und da würde ich einfach mal mit dem Buran. Die müssen wir natürlich wieder zusammenbauen erstmal noch. Aber soweit ist er ja gängig. Genau, die Dinger dran. Und dann aufs DDR-Fahrzeuge treffen und dann eine Runde damit drehen. So ist der Plan. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe den Buran jetzt mal hochgebockt, mehr oder weniger, um die Palette rauszuziehen. Da können wir gleich mal unten reingucken hier ins Fahrwerk. So sieht das aus. Ganz normal die Laufrollen, ne? Wie in einer Planierraupe, bloß halt ein bisschen kleiner. Da hinten ist das Antriebsrad. Ne? Und hier haben wir noch mehr Laufrollen. Ja, wie gesagt, ein einfaches Kettenfahrwerk. Ein paar Spannelemente als Federn. Ich weiß gar nicht, muss ich euch ehrlich mal sagen, ob man das Ding an sich überhaupt spannen kann oder ob das nur mit den Federn passiert. Ich würde fast vermuten, wenn ich so drunter gucke, dass das nur per Federkraft spannt. Und dass es hier keinen manuellen Kettenspanner gibt, nochmal irgendwie anders. Normalerweise hat man ja beim Kettenlaufwerk nochmal einen manuellen Spanner. Haben wir hier anscheinend nicht. Ich versuche mal hier, genau. Hier sieht man mal schön die Ketten schön breit, ne, muss man mal sagen. Also unten drunter besteht das Teil fast ausschließlich aus Kette. Also Gummikette. Also ich denke, der hat guten Vortrieb. Müsste man eigentlich Offroad-mäßig mal ausprobieren. Natürlich nicht mit den kleinen Rädern hier. Aber wie gesagt, ich wollte erstmal die Originaloptik behalten. Und dann für ein Offroad kann man ja immer noch irgendwas bauen. Vielleicht hier einen Adapter, dass man dran machen kann und dann irgendwelche coolen Offroad-Reifen. Weil ich denke, wie gesagt, mit dem Raupenfahrwerk, da könnte Offroad was reißen. Andererseits, naja gut, hier müsste man dann wahrscheinlich eine andere Kette drauf machen, weil die Kette, die jetzt drauf ist, ist eher so eine Moorkette vielleicht, dass man nicht einsinkt. Das ist halt eine Schneekette für den Schnee. Aber für
Offroad, für Schlamm bräuchte man vielleicht noch ein bisschen was mit Zacken oder Stollen. Muss ich mal gucken, ob es da überhaupt was gibt. So, ich lasse ihn jetzt mal runter und dann gucken wir mal an, uns mal zum Abschluss noch an, wie er da steht. Ja, und dann gucke ich mal, ob ich ein Treffen finde in der Nähe, wo wir noch eine Probe fahren können. Weil Straßenfahrt ist mit dem Teil hier nicht so. Der hat zwar hinten ein Typenschild, eine Typennummer und alles. Und der hat auch eine Kennzeichenhalterung. Also die Teile gibt es auch wirklich mit Zulassung. Aber ich glaube kaum, dass ich den in Deutschland zugelassen kriege. Wäre mal eine Challenge. Mit dem Teil zum TÜV und gucken, ob der mir da was ausstellt. Da kommt der bestimmt als erstes mit. Wo ist das Datenblatt für den Motor und für den Typ? Gut, das könnte ich vielleicht sogar noch bekommen. Muss ich mal sehen. Aber das ist noch ein weiter Ausblick. Jetzt wollen wir erstmal eine Runde fahren. So, na los. Ich hab Bock. Jetzt habe ich den hier unten hingestellt von der Palette runter. Jetzt will ich doch mal fahren. Ein kleines Stück vor und zurück. Originaloptik, finde ich, ist ganz gut beibehalten. So ein Stück höher. Aber ich finde, es geht. Also vorne die Kette ist nicht in der Luft. Geht noch, würde ich sagen. Sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Komm, ich fahre mal ein Stück. Wenn ich ihn angezogen kriege. Weil das muss schon sein. Wenn schon, denn schon. Wenn, dann anziehen. So, Schok war, ich glaube so. So war Schok gezogen. Ups. Da war ich wohl ein bisschen kräftig. Shit. Würde ich sagen, fährt. Probefahrt haben wir jetzt mehr oder weniger erfolgreich absolviert. Also die Kufen haben gehalten. Ich bin noch vor und zurück gefahren. Erster Defekt. Das muss man erstmal schaffen. Aber ich habe es geschafft. Das ist relativ dick, ne? Aber ich habe es geschafft. Wo das nicht spröde ist, ne? Ja, das ist wirklich richtig hart. Tja, aber ich habe es geschafft. Es ist kaputt, aber es geht trotzdem noch. Ich kann nämlich hier anfassen. Okay, erster Defekt. Zweiter Defekt. Ihr werdet es nicht glauben. Läuft wieder nur auf einen Zylinder. Diesmal werde ich mir die Kerze mal markieren, welche hier defekt ist. Das sieht man jetzt schlecht. Ich habe ja alles wieder aufgemacht. Ich muss erstmal alles wieder abbauen. Klasse. Also es kann ja wohl nicht wahr sein. Da sind die Kerzen. Da ist Kerzenstecker 1. Da hinten ist Kerzenstecker 2. Also wie gesagt, eine Kerze läuft wieder nicht mit. Diesmal werde ich es mir markieren und ja, zur Not muss ich mal eine neue Kerze einbauen. Wenn es immer die gleiche ist, die hier ein Problem hat. Wo ich erstmal gucken muss, woran es diesmal liegt. Nicht, dass es wieder irgendwie am schlechten Benzin liegt, aber eigentlich, der Filter ist neu, ne? Der durfte jetzt nur ordentlich durchlassen. Naja, wir werden sehen. Seht ihr dann im nächsten Video. Der will noch nicht auf die Straße hier. Genau, also ich werde jetzt erstmal nochmal eine kleine Instandsetzung machen. Aber das Schöne ist, ne? Es hat gehalten, das Vor- und Zurückfahren war ja nur ein kleiner Weg. Aber es ging. Hat auch die Spur gehalten. Ja, also okay. Gut. Dann ziehen wir mal einen Zündschlüssel ab. Genug gequalmt für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.